Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Rauchmelder. Was hat ein Rauchmelder mit einer Markenüberwachung zu tun? Ich möchte Ihnen das erklären im nachfolgenden Video. Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Klems, Information Professional von infobroker.de. Und heute schauen wir mal auf dieses kleine Gerät. Einen Rauchmelder. Den haben Sie hoffentlich auch zu Hause, im Schlafzimmer, im Flur, im Kinderzimmer. Mittlerweile in vielen Bundesländern ist der Rauchmelder Pflicht. Und der Rauchmelder hat eine ganz einfache Aufgabe. Der Rauchmelder meldet, wenn Rauch entsteht. Es gibt auch noch andere Meldertypen, Wärmemelder, Gasmelder, Wasserstandsmelder. Aber wir bleiben mal beim Rauchmelder. Und was hat ein Rauchmelder jetzt genau mit einer Markenüberwachung zu tun? Nicht nur zu Hause haben wir einen Rauchmelder, sondern wir haben auch im Büro hier einen Rauchmelder und der eignet sich eigentlich noch besser für den Vergleich für eine Markenüberwachung. Denn wenn es mal zum Worst Case kommt und es brennt und Rauch oder Wärme entsteht, dann löst dieser Rauchmelder aus und das Signal geht in die sogenannte Brandmeldezentrale und die wollen wir uns mal eben kurz angucken. So, wir befinden uns jetzt an der Brandmeldezentrale und hier läuft dann die Alarmmeldung vom Rauchmelder auf. Ja? Also das ist die Zentrale, die das alles verwaltet und über diese Brandmeldezentrale geht der Alarm dann an die integrierte Leitstelle von der Feuerwehr, die dann entsprechend Maßnahmen ergreift, um der Alarmierung durch den Sensor, durch den Rauchmelder nachzugehen. Kommen wir mal etwas genauer auf den Vergleich Rauchmelder-Markenüberwachung zu sprechen. Ja, der Rauchmelder meldet also, wenn Rauch entsteht. Die Markenüberwachung meldet, wenn kollidierende Marken angemeldet und veröffentlicht werden bzw. eingetragen werden. Ja, das ist so ähnlich, als wenn Rauch entsteht. Ja? Das Problem ist nur, Rauch entsteht und Sie können, wenn Sie schlafen, können Sie den Rauch nicht bemerken. Deswegen haben Sie den Rauchmelder. Wenn Sie ganz normal im Geschäft tätig sind, haben Ihren Alltag, können Sie auch nicht bemerken, dass eine kollidierende Markeneintragung erfolgt ist. Warum? Ja, weil das Deutsche Patent- und Markenamt, das EU-Unionsamt für die EU-Unionsmarken, das auch nicht meldet. Das heißt, keiner sagt Ihnen Bescheid, dass die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Sie wollen es selber machen? Ja, das wäre vergleichbar so, als wenn Sie sich den Wecker stellen und jede Nacht aufstehen, um mal kurz ein bisschen rumzuschnüffeln, ob Rauch entstanden ist. Nichts anderes machen Sie manuell, wenn Sie manuell eine Markenüberwachung fahren wollten. Das heißt, Sie gehen manuell hin und überwachen andauernd durch Abfragen die Markendatenbank. Sie müssen sich so gesehen auch einen Wecker stellen, Sie müssen sich eine To-Do-Liste machen, Sie werden erinnert, Achtung, du musst heute die Datenbank schauen. Das ist im Grunde genommen nicht effizient. Unser kleiner Freund, der Rauchmelder, sprich was die Markenüberwachung auch leistet, macht das automatisch, ja, und gibt es an die Brandmeldezentrale. Im Falle der Markenüberwachung wird es an das Datenbanksystem gegeben und das Datenbanksystem meldet es automatisch per E-Mail. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte und bewahrt vor großen Schäden. Ja, so wie es der kleine Rauchmelder hier macht, ja. Dann kommt nämlich die Feuerwehr etwas schneller und rettet Leben und Werte. Und das macht die Markenüberwachung auch, ja. Die Markenüberwachung schlägt dann zu, wenn die Marke sich noch im Widerspruchsverfahren befindet, ja. Und die Feuerwehr kann dann zum Beispiel eben der Rechtsanwalt sein, der dann für Sie den Widerspruch einlegt. Und Sie sparen jede Menge Geld, weil die Kosten sind erheblich geringer im Widerspruchsverfahren, als wenn die Marke eingetragen wäre und Sie müssten in ein Löschungsverfahren eintreten. Ja? Das wäre so, Sie hätten keinen Rauchmelder, ja, die Hütte ist abgebrannt und im schlimmsten Fall ist vielleicht noch persönlicher Schaden entstanden. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Also was sollte man tun? Ja klar, Rauchmelder installieren. Und wenn Sie Inhaber einer Marke sind, eine Markenüberwachung schalten lassen. Ja? Das ist gar nicht mal so teuer. Und dafür können Sie uns gerne von infobroker.de ansprechen. Da unterstützen wir Sie gerne. Ja, gerne können Sie auch Fragen stellen hier innerhalb des Kommentarbereichs zum Bereich Marke, Markenüberwachung und auch Markenrecherche. Ich bitte um Verständnis, dass wir als Nichtanwalt keine Rechtsberatung leisten können. Wir müssten das dann an entsprechende Anwälte, die gerne auch online mal was kommunizieren, weitergeben. Aber wenn es um das Thema Recherche, Auswertung und Monitoring geht, dann dürfen Sie sich gerne an uns wenden und natürlich auch im Kommentarbereich dazu etwas posten. Ansonsten freue ich mich,
dass Sie uns zugeschaut haben und dass Sie uns vielleicht jetzt ins Abo nehmen, ja, dass Sie diesen Beitrag liken. Und viel Erfolg mit Ihrer Marke. Und wie gesagt, das Ding gehört in jeden Haushalt. Ja. Kostet ein paar Euro, gibt es im Baumarkt. Holen Sie sich einen Brauchmelder. Sie haben mehr von Leben. Bis bald, sagt Michael Clems von infobroker.de.